Start frei. Der Start ist freigegeben zu unserem heutigen Probelauf mit den im Programm angegebenen 4 Teilnehmern. Die Teilnehmer beim Anfang zur 1600 Meter Startmarke. Nun sind es noch etwas mehr als 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Ums Kommando bemüht sich von außen erwartungsgemäß natürlich gleich Fast Moa, Programm Nummer 4, der 7-jährige holländische Wallach aus dem Stall von Stall Tiefenbach. Trainer und Fahrer hier Johann Lichtenwörter. Er ist hier in Front, dahinter an zweiter Stelle Zanetti Venus, der 4-jährige österreichische braune Hengst. Aus dem Besitz von Wolfgang und Monika Hödel, Trainer und Fahrer hier Christoph Fischer. An dritter Stelle sieht man Hövings Wackern, den 5-jährigen schwedischen schwarzbraunen Hengst. Aus dem Besitz von Hans Lenz, trainiert und gefahren hier von Harald Sikora. Und an vierter Position liegt Folli Berger, der 6-jährige österreichische braune Wallach. Aus dem Besitz von Klaus Dresel. Vorbereitet wird er von Erich Handlus und gesteuert ebenfalls von Klaus Dresel. Die 4 Teilnehmer, alle in einer Spur gehalten. Fast More mit etwas Abstand. Dahinter Zanetti Venus. An dritter Stelle Hövings Wackern. An vierter Stelle dann Folli Berger. So sind die Teilnehmer auch nach einem gelaufenen Kilometer in rund 1,18 sieht man Fastmore in Front, dahinter Zanetti Venus außen, kommt Folli Berger weiter, dann an vierter Position Hövings Wackern. So sind die Teilnehmer auch schon im Schlussbogen angekommen. In Führung Fastmore, außen Folli Berger kann den Abstand verringern, dahinter an dritter Stelle Zanetti Venus, dahinter Hövings Wackern. So auch zu Beginn des Einlaufs. Innen Fast More Einführung, dahinter an zweiter Stelle Folli Berger, dahinter an dritter Stelle Zanetti Venus und an vierter Stelle Hövings Wackern. Hier wird sich auch bis ins Ziel nichts mehr ändern. Somit Einlauf des heutigen Probelaufs 4 vor 3, 1 und 2.